Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit der 20th Century legendären Kicker-Figur der Firma Takara. Und hier quasi als Sonderedition der Microman-Serie. Microman kennen wir bestimmt alle so ein wenig. Microman sind Figuren wie diese hier, die quasi vollgelenkig sind, ganz viele Artikulationspunkte haben, einfach nur wirklich toll sind, auch hier die Arme austauschen können, mit unzähligen Armpaaren geliefert werden, zigtausend Zusatz-Items haben und was weiß ich. Sehr interessant. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass Kicker selbst nicht mit diesem Microman, wir sehen es hier nochmal ganz groß unten drunter, Microman-Ständer quasi mitgeliefert wird. Der ist nämlich dafür da, um die Figuren hierauf zu platzieren. Na. Und quasi diese bestimmten Posen zu ermöglichen. Ja, die Posen selbst, ja, das ist auch ein kleines Problem. Die Arme lösen sich manchmal, weil die hauptsächlich nur gesteckt sind. Aber es lassen sich natürlich richtig schöne Dinge, wie gesagt, dadurch auch ermöglichen. Ja, ich benutze jetzt einfach mal diesen Ständer, um euch die Figur ein bisschen näher zu bringen. Und kommen wir jetzt einfach mal gleich zu der Figur an sich. Wie gesagt, die Figur wird in einem sehr schönen Boxart, in einer kleinen Box geliefert. Etwas größer, von der Länge als eine Zigarettenschachtel, ungefähr eineinhalb Mal so lang. Und ja, wir sehen hier nochmal das Boxart von Kicker aus der Serie. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, Energon. Und wir sehen hier hinten auch einmal ganz groß, die Figur wird geliefert mit dem Star Saber Schwert. Mit dem neueren Star Saber Schwert. Und auch hier mit diesem Robot Points, damals für den Toy Club. Und hier sehen wir die Figur einmal nochmal groß mit dem silbernen Star Saber. Sehr schön, kommen wir doch einfach mal dazu, die Figur auszupacken. Die Figur wird, wie gesagt, geliefert, hier mit einem schönen Pappschuber. Das Schwert ist hier einmal in einer extra Folie mit drin, wird in Silber geliefert, was ich sehr schön finde. Es hat auch, obwohl es drei einzelne Minicons eigentlich sind, hier natürlich deutlich kleiner, damit es auch von Kicker gut gehalten wird, wenn sie alle mit diesen Micron oder Minicon-Ports quasi mitgeliefert. Das heißt, es ist auch gut mit den großen Figuren miteinander verbindbar. Dann hier so ein kleines Prämpel, ohne groß was. Einfach nur Hinweis quasi für den Toy Club, für die Registrierung. Und die Figur wird, wie gesagt, hier in dieser kleinen Box geliefert. Ich habe sie schon mal geöffnet gehabt. Wir haben hier einmal diese schöne Form, auch in Form von Kicker. Und die Figur Kicker an sich. So. Kicker, wie gesagt, wird hier sehr schön dargestellt. Ach, ein bisschen Staub war komischerweise auf der Figur drauf, wo sie eingepackt war. Kicker wird hier im typischen Körperformat natürlich wie die Micron-Figuren geliefert. Nur mit dem Unterschied, dass er hier unten diese kleinen Ringe noch mit am Fuß hat. Und hier oben diesen schönen Brustkorb quasi mit dem Düsenantrieb hinten am Rucksack noch mit dabei geliefert hat. Und einen schönen Gürtel. Der Kopf, finde ich, ist sehr schön modelliert. Passt auch wie die Faust aufs Auge zu dem Originalhelm. Nur hier, dass der Helm ein schwarzes Visier hat und nicht durchsichtig ist. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu großer Aufwand gewesen. Die Figur selbst hat hier nur, in Anführungsstrichen, Fäuste mit dabei. Keine anderen Fäuste oder Hände, offenen Armen, wie auch immer. Ihr seht selbst, die Figur ist sehr schön gelenkig mit einem Double Joint und einem Ellenbogen. Ja, das passiert leider auch oft, dass die Schulter sich trennt quasi vom Arm. Hat damit zu tun, dass hier die Figur wie so eine Art Kugellenk hat und dadurch auch sehr schnell abgeht. Dann haben wir hier unten auch nochmal drehbare Schenkelgelenke. Kugeln hier unten einmal, dass die Beine dann nicht auch beweglich sind. Auch hier wie typisch Microman-mäßig doppelte Beingelenke. Die Posen lassen sich so richtig cool wirklich darstellen. Und ja, kommen wir doch jetzt einfach mal dazu. Ich sage euch das einfach mal, wenn ihr die Figur hier drauf steckt, lasse ich natürlich schöne Posen ermöglichen. Als wenn die Figur zum Beispiel quasi gerade rennt.
Ist also schon möglich. Deswegen besorgt euch dann so einen Micron-Art-Ständer. Den könnt ihr im eBay günstig für 2-3 Euro erwerben. Ja, und ansonsten wird die Figur, wie gesagt, mit dem Star Saber geliefert, die ihr ihm natürlich auch in die Hand geben könnt. Hier ist nur das Problem, dass die Gelenke ein bisschen ja, marode sind in dem Sinne. Das heißt, ihr könnt nicht wirklich viel erwarten, dass bei diesen kleinen Kugelgelenken bei so einer kleinen Figur natürlich das Schwert gut gehalten wird. Die Hände selbst sind aus Gummi. Das Schwert ist genauso groß quasi wie die Figur selbst. Das ist schon ziemlich groß. Und ihr seht selbst, es wackelt auch schon hier ziemlich. Aber ansonsten, wie gesagt, eine ziemlich coole Figur. Und ich bin auch, muss ich sagen, stolz, dass ich sie damals noch bekommen habe. Denn diese Figur war wirklich streng limitiert. Und in meiner Energon-Line muss diese Figur einfach mit dabei sein. Und deswegen habe ich sie mir natürlich noch gleich bestellt. Eine sehr schöne Figur. Und ich hoffe natürlich, dass wenn ihr nach dieser Figur sucht, dass ihr natürlich noch ein Exemplar bekommen solltet. Wenn ja, Glückwunsch. Wenn nein, müsst ihr wohl ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, denn die Figur ist mittlerweile schon nicht mehr unter 100 Euro zu haben. Ich habe hier für die Figur knapp 35 Euro damals bezahlt und ja, was soll's. Es hat sich gelohnt. Man sieht hier natürlich auch schön, man kann die Verpackung natürlich nochmal schön schließen und immer dahinter stellen. Hier ist das große Autobot-Symbol natürlich noch. So habe ich es auch in der Vitrine stehen. Und ja, das war es eigentlich auch schon für diese für die Review-Figur. Ja, was soll ich groß sagen? Die Figur hat Nachteile, sie hat aber auch Vorteile. Nachteile ist, dass die Gelenke sehr filigran sind, sehr schnell kaputt gehen können. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass hier oben in der Schulter eine ganz kleine Bruchstelle ist, die zum Glück noch nicht komplett durchgeht. Die werde ich nachher mal ausbessern. Und auf der anderen Seite, ich muss gerade mal gucken, wo das noch war. Einmal dort, irgendwo hier war das noch gebrochen. Hier nicht an der Schulter. Jedenfalls, Bruchstellen bei diesem Plastik können sehr schnell auftreten. Die Microman-Figuren sind leider nicht gerade aus dem besten Material gemacht. Es ist ein sehr hartes Plastik, was aber auch sehr trocken wirkt und dadurch natürlich auch sehr schnell brechen kann. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr die Figur in der Vitrine stehen habt, dann macht das auch nicht so viel aus und es kann auch nicht so schnell kaputt gehen. Ansonsten, ich gebe der Figur 8 von 10 Punkten. Ihr fragt euch bestimmt, wieso so wenig. Klar, 10 Punkte hätte die Figur eigentlich verdient. Dadurch, dass allerdings die Gelenke von Hause aus immer alle sehr weich sind und nicht wirklich leicht zu positionieren sind, das Schwert sehr schnell immer wieder runterkracht, ja, hat die Figur leider ein paar Abzugspunkte verdient. Ebenso, weil die Hände, wie gesagt, extrem weich sind, halt aus Gummi. Und dieses Gummigelenk natürlich dadurch auch sehr schnell nachgibt, was schwere Sachen angeht, wenn sie Figur hält. Ja, das war's eigentlich dann auch schon soweit für das Review diesmal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ihr könnt mich abonnieren oder auch wieder einschalten bei meinen anderen Reviews. Wir sehen uns demnächst. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Rexfor.